Wir brauchen nur eine Packung Blätterteig. Wer mehr machen möchte, kann natürlich auch zwei Packungen nehmen. Ich bestreiche meinen Blätterteig mit passierten Tomaten. In die passierten Tomaten habe ich ein bisschen Salz und getrockneten Oregano gegeben und gebe reichlich geriebene Käse darüber. Welche Käsesorte ihr nehmen möchtet, ist natürlich euch überlassen. Ich klappe das einmal zu, drücke das ein bisschen an und bestreiche mein Gebäck mit Eigelb. Dann wird das mit reichlich Sesam und Mohn bestreut. Mit Hilfe des Backpapiers drehe ich das einmal um und bestreiche auch die andere Seite mit Eigelb und bestreue auch reichlich Sesam und Mohn darüber. Jetzt schneide ich meinen Teig in Streifen. Für dieses Rezept braucht ihr nicht mal eine halbe Stunde. Jetzt werden die Streifen einmal eingedreht. Ich habe mein Gebäck jetzt auf ein Backblech gegeben und bestreue reichlich Parmesankäse darüber. Dann wird das im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad so ungefähr eine halbe Stunde gebacken. Und die sind raus aus dem Ofen, sind wirklich super, super lecker geworden. Kann ich euch mit ruhigem Gewissen empfehlen. Für den Teig brauchen wir 600 Gramm Mehl, 250 ml lauwarme Milch, ein Ei, ein halber Würfel frische Hefe, ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Zucker. Ich habe erstmal die Milch, Zucker und Hefe in meine Rührschüssel hineingegeben, alles schön miteinander vermischt und 10 Minuten gehen lassen. Und nach 10 Minuten habe ich das Ei noch hineingegeben, nach und nach das Mehl und Salz und habe den Teig vorbereitet. Das ist auch mein letztes Rezept für dieses Jahr. Im neuen Jahr habe ich euch dann richtig leckere Gemüserezepte vorbereitet. Bisschen gesündere, weil wir ja jetzt alle abnehmen möchten. Ich zumindest. Ich decke den Teig ab und lasse es an einem warmen Ort so ungefähr eine Stunde gehen. Wir brauchen Würstchen. Ihr könnt Mini-Würstchen nehmen. Ich hatte zu Hause nur diese, die habe ich dann klein geschnitten. Aus dem Teig habe ich dann walnussgroße Bällchen vorbereitet. Ich roll die ganz kurz aus und wickel dann die Würstchen in den Teig ein. Was ich aber leider vergessen habe, das müsst ihr unbedingt machen, den Teig mit Öl bestreichen, damit sie nicht so doll miteinander später kleben. Ich habe die dann in eine runde Backform gegeben, hochkantig, und in der Form nochmal 15 Minuten gehen lassen. Wie gesagt, nicht vergessen, mit Öl zu bestreichen, oder ihr könnt den Teig, nachdem ihr es eingerollt habt, einfach in Öl eintauchen und dann in die Form geben. Danach habe ich die dann mit Eigelb bestrichen und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad gebacken. Ihr könnt auch ein Eigelb mit 2 Esslöffel Milch vermischen und so sieht das dann serviert aus. Und ich habe dann ein paar Soßen dazu serviert. Ihr könnt beliebig eure Soßen nehmen oder schaut euch mein Rezept für Dönersoßen an. Und dann könnt ihr die einzeln abnehmen und in die Soße eintauchen und essen. Richtig super lecker, kann ich nur sagen. Für den Teig brauchen wir 100 ml lauwarme Milch, 180 Gramm Mehl, ein Päckchen Trockenhefe, ein Teelöffel Salz, ein Ei, ein Esslöffel Butter und ein Teelöffel Zucker. Ich gebe die Milch, Hefe und Zucker in eine Rührschüssel hinein, lasse es 10 Minuten gehen. Nach 10 Minuten kommt die Butter und das Ei noch mit rein. Das Ganze wird schön miteinander vermischt und dann gebe ich das Mehl. Das Mehl habe ich dann einfach darüber gesiebt, nach und nach hineingegeben und mit dem Schneebesen schön vermischt.
Für den Teig habe ich heute keine Küchenmaschine benutzt und ich knete den auch nicht mit den Händen, da es ein sehr klebriger Teig wird. Das wird ein weicher Teig. Und Salz natürlich nicht vergessen. Salz kommt ganz zum Schluss rein, darf nicht mit der Hefe in Verbindung kommen. Ihr seht schon die Konsistenz und so muss das auch sein. Und das ist auch das Geheimnis von dem Rezept. Es wäre wirklich schwierig, diesen Teig mit den Händen zu kneten. Jetzt decke ich den Teig mit einer Frischhaltefolie ab und lasse es dann so ungefähr 40 Minuten gehen. Ich habe so ungefähr 1 Esslöffel Butter, gebe Salz hinein, 2 Zehen Knoblauch habe ich einfach klein geschnitten, dann kommt Schnittlauch und frische Petersilie hinein. Das Ganze wird miteinander vermischt. Ihr könnt auch Lauchzwiebeln nehmen, damit das Ganze ein bisschen streichfähig wird, gebe ich dann noch ein bisschen Öl hinein. Ihr könnt auch Olivenöl nehmen. Ich mag das gerne, wenn das ein bisschen scharf ist, deswegen habe ich auch ein bisschen Blattpaprika hineingegeben. Und wir brauchen noch 200 Gramm Käse. Käse habe ich schon mal in kleine Stücke geschnitten und der Teig ist auch schön gegangen und der ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Könnt ihr das sehen? Ich sage ja immer wieder, ich liebe es, mit Hefeteig zu arbeiten. Ich habe meine Arbeitsplatte mit Mehl bestreut und habe den Teig noch einmal geknetet. Da es sehr klebrig ist, bestreiche ich meine Hände mit Öl und ziehe den Teig auseinander. Das geht sehr leicht, aber sehr dünn dürfte das jetzt nicht sein. Und bestreiche die Knoblauchmischung darüber. Klappt das einmal zu und drückt mit den Händen ein bisschen an und darüber kommt dann jetzt der Käse. Jetzt wird der Teig in die Länge eingerollt. Und schneide den dann in Stücke. Wie groß ihr die machen möchtet, ist natürlich euch überlassen. Und die werden dann auf einem Blech platziert. Ich habe jetzt so eine runde Backform genommen. Jetzt lasse ich mein Gebäck auf dem Blech nochmal eine halbe Stunde gehen. Und danach habe ich dann noch ein bisschen Käse darüber gegeben und Knoblauchmischung. Ich hatte noch ein bisschen übrig. Danach wird das im vorgeheizten Ofen bei 160 Grad 20 bis 25 Minuten gebacken. Lange braucht ihr das nicht zu backen. Und raus ist mein Knoblauchbrot aus dem Ofen. Das duftet so richtig. Ich habe dann noch ein bisschen Knoblauchbutter darüber bestrichen, damit das auch schön glänzt. Aber das war richtig oberlecker. Jetzt werde ich natürlich für euch eins probieren. Liebend gerne, kann ich nur sagen, weil ich liebe Knoblauchbrot. Und ihr seht, dass man die auch einfach einzeln abnehmen kann. Und das Brot kann man warm und kalt essen. Ich esse es sogar kalt am liebsten.